Je mehr Geld ist, umso weniger man die Güter werten. Irgendwann knallt es eben. Es wird gedruckt in der Bundesdruckerei. Oh je, bin ich jetzt überfragt, vielleicht, dass mehr Geld da ist. Ich bin Kroate und in Kroatien wurde jetzt der Euro implementiert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Hast du mal was gehört von Bitcoin? Hast du ein paar Freunde, die irgendwie dir erzählen, hey, du musst unbedingt Bitcoin kaufen? Ja. Ich bin aber nicht bereit, das Risiko einzugehen, einfach aus subjektiven Gründen. Weil ja, das alles macht ja auch Bitcoin auch. Ist ja auch limitiert, wesentlich besser teilbar und wesentlich besser transportierbar. Was weißt denn du über Bitcoin? Alles. GM Labs, hallo und herzlich willkommen hier aus Stuttgart zu unserer Straßenumfrage. Stuttgart, bekannt für schöne Autos, schlechte Luft und den dritten Platz bei den diesjährigen Meetup-Meisterschaften. Und wir fragen uns heute mal, was wissen die Stuttgarter eigentlich über Bitcoin und Geld? Hinter der Kamera ist der liebe Frankie, ich bin der Olaf. Und ansonsten freuen wir uns natürlich gerne über euer Feedback und Kritik. Ansonsten würde ich sagen, LFG und los geht's. Wissen Sie, wo denn unser Geld herkommt? Wie entsteht bei uns Geld? Sehr philosophische Frage. Wie entsteht Geld? Na gut. An sich ist eine gute Frage, da denkt man nicht drüber nach. Man hört ja oft Politik, redet darüber, wie man es ausgibt. Und meine Frage wäre jetzt eigentlich erstmal, wo kommt es eigentlich her? Gut, wirtschaftet natürlich von allen möglichen Leuten, Industrie, Gewerbe und letztendlich gegenüber früher, wo der Goldstandard gab, war natürlich ein Tausch. Jetzt ist es nur noch von der Großbank oder halt von der Zentralbank hin als in Form von Papier und weniger, nicht mehr halt Gold gesichert. Und die können produzieren, so viel sie wollen, solange es noch irgendwie von der Volkswirtschaft gedeckt ist. Jetzt hatten wir seit 2008 eine Verachtfachung der Geldmenge. Was glauben Sie, sind denn die Nachteile, wenn man so stark die Geldmenge? Das ist klar, irgendwann mal inflationär. Und wenn je mehr Geld ist, umso weniger man die Güter wert. Und irgendwann knallt es halt eben mehr. Haben Sie da mal als Ursache die Geldmenge gehört oder was für Ursachen nehmen Sie wahr? Geldmenge wird relativ selten angesprochen. Letzte Frage, bevor das Parkticket verfällt. Was wissen Sie über Bitcoin? Ja, relativ viel. Kryptowährung ist reine fiktive Währung, noch keine Alternative zum normalen Geldmenge. Könnte aber, ja, weil es eben geschürft wird. Das heißt, es gibt zwar beim Bitcoin selber eine gewisse Begrenzung von der Schürfmenge, aber es gibt auch dazu noch jede Menge andere Parallel-Kryptowährungen. Und dann ist nicht kontrolliert. Zumindest nicht von allen Staaten, manchmal ist es und ja, ist halt auch ideal für Schwarzgeschäfte, ne? Und so neben normaler Geldverkehr. Hast du mal ein bisschen mitbekommen, was so die Ursachen sind für die Inflation? Ja, hauptsächlich halt die ganzen Probleme, gerade was die ganzen Energiepreise angeht, dadurch, dass halt durch den Krieg, dadurch, dass wir die ganzen Rohstoffprobleme haben, dass wir einfach nicht mehr so viel Energie aus Russland importieren können. Genau, ansonsten gibt es teilweise ja auch irgendwelche Abkommen, glaube ich, noch oder irgendwelche Sanktionen gegen China, gerade was das ganze Thema Taiwan angeht. Ich schätze, was auch immer mit reinspielt, sind sämtliche Wasserknappheiten, Dürren und Ähnliches, was die ganzen Lebensmittelpreise in die Höhe schießen lässt. Jetzt wäre die Frage, hast du mal gehört, dass die Geldmenge einen Einfluss auf die Inflation hat? Ja, generell ist ja das Problem, dass wenn halt natürlich mehr Geld im Umlauf ist, dadurch, dass einfach irgendwie Geld nachgedruckt wird, weil man damit versucht, irgendwelche Schulden auszugleichen, dass man da. Weißt du, wie bei uns Geld entsteht? Wie entsteht Geld? Wo kommt das Geld her? Oh, ich weiß nicht, ob ich es so grob noch zusammenbekomme. Also generell liegt ja das Geld auf der Bank und die Bank kann das Geld ja wieder weiter. Also es hat einen gewissen Einlagenprozent, ich glaube 10% oder so, die eingelagert werden müssen und den Rest kann der Bank aber genau als Kredit wieder rausgeben und dadurch wird ja irgendwie im Endeffekt die Geldmenge mehr, wenn die Kredite höher sind. Hast du mal was gehört von Bitcoin? Das ist eine, naja, sagen wir mal digitale Währung. Und da ist der Unterschied tatsächlich, dass es über eine Blockchain funktioniert. Das heißt,
Es kann zum Beispiel nicht ewig nachreproduziert werden, sondern es ist relativ aufwendig, die sozusagen zu regenerieren. Es gibt auch nur eine limitierte Anzahl, die tatsächlich auf dem Markt verfügbar ist und die kann auch nicht irgendwie durch irgendwelche Maßnahmen erhöht werden, sondern die ist halt fix. Und inzwischen habe ich tatsächlich auch gestern gehört, dass man damit schon in einigen Läden bezahlen kann und dann der Vorteil auch ist, dass es nicht über die Banken geht, sondern direkt tatsächlich vom Kunden zum Verkäufer sozusagen übertragen werden kann. Also würdest du sagen, du hast eher ein neutrales bis positives Bild oder eher ein negatives Bild über Bitcoin? Tatsächlich eher ein positives, beziehungsweise es ist natürlich auch so eine Sache, dass es wahrscheinlich eine relativ krisensichere Währung sozusagen ist, dadurch, dass die ja nicht unendlich reproduziert werden kann. Was genau ist eigentlich Inflation? Wie wird es gemessen? Was meint man damit eigentlich? Ich denke, dass das Geld weniger Wert hat, dass ich für einen Euro weniger bekomme. Jetzt ist die Inflation bei 6%. Gefühlt, man geht einkaufen, würden Sie sagen, die sind realistisch oder sagen Sie, also 6% kommt mir ein bisschen wenig vor? Ist unterschiedlich. Ich finde sehr unterschiedlich, wo es teurer geworden ist und wo nicht. Aber es ist eigentlich alles, ich denke, mehr als 6%. Mein Gefühl beim Lebensmitteleinkaufen ist, dass es mehr ist, Brot zum Beispiel. Habe ich den Eindruck, es ist mehr geworden. Inflation kommt von Inflare, Ausweiten. Was hat man damals gemeint, wenn man über Ausweitung gesprochen hat? Haben Sie da irgendwie eine Idee? Was weitet sich aus? Oh je, bin ich jetzt überfragt. Vielleicht, dass mehr Geld da ist? Mhm. Genau, mehr Geld. In den Markt gepumpt wird oder so. Und ein Beispiel wäre, Römisches Reich gab es den Denar, das war eine Silbermünze. Und innerhalb von 300 Jahren hat man den Silbergehalt von 97% runterinflationiert auf 2%, also Münze eingeschmolzen und mehr Münzen rausgegeben. Warum gucken wir dann heute auf die Preise? Haben Sie eine Idee, warum man nicht mehr auf die Geldmenge guckt? Da müsste ich jetzt ein Weilchen drüber nachdenken. Tut mir leid, so schnell kriege ich das nicht hin. Gar kein Problem. Ja, aber interessante Frage. Ganz, ganz interessante Frage. Mhm. So, und wir sind jetzt in der Kronenstraße 4 in Stuttgart beim Hauptbahnhof beim Günni. Denn beim Günni kann man alles mit Bitcoin bezahlen. Also geht gerne mal vorbei und kauft ein Bier oder ein Lotto-Ticket mit Bitcoin. Genau. Und Günni, was ist so deine Erfahrung? Wenn die Leute sehen, Bitcoin accepted, kommen dann als Leute vorbei und fragen, Bitcoin, was ist das? Nö, Bitcoin, was ist es nicht, aber die fragen, oh, nehmen Sie auch Bitcoin und kann man hier kaufen? Ja, Interesse ist schon da. Und wahrscheinlich auch viele vom Stammtisch kommen vorbei, aber es sind auch manchmal ganz andere Leute dabei? Es sind auch ganz andere Leute, also kommt immer wieder vor, dass jemand mit Bitcoin zahlen will, aus Neugier, wie das funktioniert und ja. Also Interesse ist da, es sind manchmal auch Leute da, die dir irgendeinen anderen Krypto-Coin andrehen wollen und sagen, der ist viel besser als Bitcoin? Nö, eigentlich nicht, aber ich habe einen gehabt, der wollte mir Bitcoins verkaufen. Ja. Keine Ahnung, 20.000 oder was der haben wollte, ja. Ja, cool, super. Also vielen Dank, Günni. Und bevor wir jetzt die Kundschaft stören, genau, bis zum nächsten Mal. Und meine Frage wäre, stimmst du denen eher zu oder eher nicht? Geld regiert die Welt. Ja, also auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Geld regiert nicht wirklich die Welt insofern, dass man sich alles kaufen kann, aber man kann die Meinungen der Menschen auf jeden Fall damit steuern. Somit Wohlhaben ist sehr viel zu steuern. Wohlhabende Menschen sind allgemein zufrieden. Nicht so wohlhabende Menschen haben dann eher Schwierigkeiten in der Welt, so in den Städten, mit der Demokratie. Also auf jeden Fall spielt Geld eine sehr wichtige Rolle, würde ich sagen. Wir haben ja den Euro. Würdest du sagen, das ist ein gutes Geld? Ja, schon. Es kann halt ein bisschen schwierig sein, je nachdem, wenn Länder dazukommen. Also ich bin Kroate und in Kroatien wurde jetzt der Euro implementiert. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, das Schwierige ist halt nur, also es ist jetzt ungefähr, also das Geld aus Kroatien hat jetzt zu siebenfach den Wert verloren sozusagen. Das heißt, früher hat man sehr viel Geld in der Hand gehalten und konnte man sehr viel damit kaufen. Jetzt hat man nur ein paar hundert Euro in der Hand statt 1.000 irgendetwas von der Einheit. Also, genau, das bewegt die Leute ja auch. Also das merkt man ja. Klar, klar. Auch wenn es schwächer entwertet.
Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also ich meine, mit dem Euro kann man auch allgemein besser verhandeln, auch, ich würde auch sagen, zwischen anderen Ländern und so. Wenn man mit derselben Einheit recht zu rechnen hat und zu verhandeln hat, dann ist es ebenfalls ein Vorteil. Weißt du oder hast du eine Idee, wie unser Geld entsteht? Wo kommt es her? Kennst du dich da ein bisschen aus? Puh, nee, nicht wirklich. Also da habe ich leider nicht so viel Ahnung von. Also mir ist auch nichts davon begegnet, um ehrlich zu sein. Und jetzt hat sich die Geldmenge seit 2008 verachtfacht. Ja. Glaubst du, dass wir als jüngere Generation damit irgendwie ein Problem haben könnten, dass man Geld vielleicht zu stark entwertet? Jetzt hast du ja gerade gesagt, vorher gab es in Kroatien den Kuna, genau, da war es ja noch ein bisschen heftiger. Aber würdest du sagen, mit dem Euro bist du zufrieden, was den Aspekt angeht? Ich würde schon sagen, also die Unzufriedenheit mit dem Geld hat auch was damit zu tun, wie gut man mit dem Geld umgeht. Also ich bin persönlich sehr sparsam und ich glaube, ich würde mich jetzt nicht wirklich sehr unzufrieden geben mit dem Geld, dafür, dass ich auch damit umgehen kann. Hast du eine Idee, wo das Geld herkommt, wie Geld entsteht? Wie Geld entsteht? Ich denke mal, dass die von der EZB, ja, das, ja, EZB, ja, die drucken das und verteilen oder die managen das. Ich denke, dass das schon der Hauptgrund ist, dass mehr Geld eben zur Verfügung steht und deswegen auch mehr Geld ausgegeben werden kann und die Preise dadurch steigen. Was weißt du denn über Bitcoin? Ja, Kryptowährungen, das, ja, also ich denke, dass jeder weiß, was Kryptowährung ist und das auch begrenzt ist. Da spricht man ja immer von Supply Chain und so. Ja. Ist das eine gute Alternative zum Euro? Für dich? Vielleicht für die für mich persönlich jetzt aktuell noch nicht. Ich weiß, dass da viele Spekulationen gibt. Ist die Zukunft, ist nicht die Zukunft? Gehen die Meinungen auseinander? Aber ja. Hast du ein paar Freunde, die irgendwie dir erzählen, hey, du musst unbedingt Bitcoin kaufen? Ja. Viele? Ja, schon ein paar. Also die sich halt dafür oder daran glauben, die sind halt der festen Überzeugung. Also die nerven auch so ein bisschen wahrscheinlich? Ja, nerven jetzt nicht, aber hat man schon ein, zwei Mal mitbekommen. 6%. Was glaubt ihr, sind so die Gründe dafür, dass die Inflation so hoch ist? Russland-Ukraine-Krieg. Wahrscheinlich einfach noch im Anhalten von Covid, die Supply Chain-Verstockung. Hast du mal was davon gehört, dass die Geldmenge auch einen Einfluss hat? Ja. Ja, habe ich schon mal. Sprich, dass mehr Geld gedruckt worden ist wegen Corona-Zeiten, ja. Seit 2008 hat sich die Geldmenge verachtfacht. Die Zentralbank in Amerika gibt es seit 110 Jahren, seitdem hat der Dollar 97% an Wert verloren. Glaubst du, dass öffentlich ein bisschen zu wenig auch darüber gesprochen wird als Aspekt für die Inflation? Oder nimmst du wahr, dass darüber gesprochen wird? Ja, nee. Also ich studiere selber Wirtschaft, deswegen in meinen Kreisen wird davon gesprochen, aber wahrscheinlich in generellen Nachrichten und zwischen Leuten, die, ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also ich studiere keine Wirtschaft und da würde ich sagen, ist das Thema schon weniger vertreten als bei dir wahrscheinlich. Als Wirtschaft, als Ökonom, hast du vielleicht eine Idee, wie Geld bei uns entsteht? Sprich, also früher war das so, dass wir den Goldstandard hatten, da wurde Geld eben durch Gold gedeckt, jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir den US-Dollar als stärkste Währung. Leute meinen, dass der durchs Öl gedeckt wird, also weltweit, was auch, ja, von der USA auch, und auch von der Militärkraft der USA. Aber jetzt an sich kann jeder eigentlich Geld drucken aus dem Nichts. Sollte Geld ein staatliches Konstrukt sein? Sollte der Staat Macht über Geld haben? Sehr komplexe Frage. Kann ich jetzt nicht Ja oder Nein sagen, aber ich meine, es gibt ja, vielleicht sollte man auch als Denkanstoß sagen, dass man vielleicht Geld dem offenen Markt überlässt und nicht, dass der Staat ein Monopol darüber hat. Zum Beispiel, dass andere Währungen koexistieren können wie Bitcoin oder so sonstiges. Was weißt du über Bitcoin? Nicht allzu viel tatsächlich, ja. Ich habe das im Wirtschaftsstudium, da haben wir es ein bisschen kennengelernt, aber da wird ja auch nur einsichtig darüber, glaube ich, erzählt. Ja. Ist das was Gutes, Schlechtes? Ja, also ich kenne mich natürlich nicht hundertprozentig aus, aber es ist ja dezentralisiert und viele Leute sagen, dass es keinen Wert hat, anders als bei einer Aktie, da wo der Unternehmen hintersteht, wo ich meine aber eigentlich nicht. Der Wert der Bitcoin ist, dass du eben diese 21 Millionen beschränkten Satoshis hast und du hast ein dezentrales Währungssystem, womit du Peer-to-Peer-Geld weltweit in Sekundenschnelle transferieren kannst. Also ja. Klingt so, als würdest du schon relativ viel wissen. Jetzt hast du ja selber gesagt, Bitcoin ist nichts wert, hat keinen intrinsischen Wert.
Hast du eine Idee, warum ist Gold so wertvoll? Warum ist Gold was wert? Ja, auch eben. Hat eigentlich auch keinen intrinsischen Wert. Also natürlich wird es im Handy vielleicht ein bisschen benutzt oder ja, vielleicht anderen elektronischen Geräten. Ich kenne mich da nicht aus. Aber an sich hat Gold auch keinen intrinsischen Wert. Leute, das ist eben das Marketing dahinter, dass wir denken, dass es eine stabile Wertanlage ist, weil es sich durch die Jahre bewährt hat. Aber es ist ja auch nur in unseren Köpfen. Wenn wir jetzt Geldgeschichte angucken, war ja vieles Geld, andere Gegenstände. Und wir haben über 1000 von Jahren irgendwie mal zu Gold gefunden. Wenn wir jetzt überlegen, was sind wichtige Funktionen von Geld? Ja. Was glaubst du, warum Gold sich dann durchgesetzt hat? Ist es wirklich so eine Art allgemeiner Glauben oder gibt es vielleicht so ein paar Faktoren, die dir einfallen würden, was ein gutes Geld ausmacht? Also früher haben wir ja mit Lebensmitteln und Tieren gehandelt. Also es muss irgendwie teilbar sein, es muss irgendwie limitiert sein und es muss transportierbar sein. Bestimmt noch andere Aspekte, aber ja, das alles macht ja auch Bitcoin auch. Ist ja auch limitiert, wesentlich besser teilbar und wesentlich besser transportierbar. So, jetzt stehen wir hier zusammen mit Jonas. Hallo. Beim Sultansarray. In welcher Straße? Lautenschlager Straße 20. Genau, und hier findet monatlich unser Bitcoin-Stammtisch statt, immer der zweite Freitag. Und ihr seid auch herzlich eingeladen, wenn ihr aus Stuttgart kommt, aus der Region, schaut gerne mal vorbei. Jetzt letzte Frage noch zum Jonas. Ist der Stammtisch nett? Was sind das für Leute? Das sind sehr coole Leute. Es ist ein sehr netter Stammtisch, eigentlich der netteste Stammtisch, den wir haben. Und kommt gerne her, hier gibt es lecker Essen, lecker Getränke. Ihr seid herzlich willkommen. Hast du eine Idee, wo unser Geld herkommt? Wie entsteht Geld bei uns? Ich würde mal sagen, es wird gedruckt. Es wird gedruckt in der Bundesdruckerei, glaube ich. Ja. Ja, 100 Punkte. Jetzt ist er nicht jedes Geld ein Schein oder eine Münze. Wir haben ja viel Giralgeld auf unserem Konto. Also wenn ich in die Bank gehe und ich habe ein Girokonto, das ist jetzt kein Bargeld. Hast du eine Idee, wie das noch entstehen könnte? Also ich verstehe die Frage mit dem Giralgeld nicht so, weil ich gar nicht genau weiß, was das eigentlich ist. Also wenn ich zur Bank gehe und habe ich ja mein Bankkonto und ich gehe ins Online-Banking rein, da steht jetzt, wie viel ich auf dem Konto habe. Ja. Das Geld, hast du eine Idee, wo das entsteht? Weil das sind keine Scheine und das ist tatsächlich ein Unterschied. So, gute Frage. Ich hätte gesagt, das hat man irgendwo einfach mal aufgeschrieben, aber das existiert nicht wirklich, nur virtuell oder so. So vom Gefühl her, wenn du über das Geld nachdenken würdest, glaubst du, irgendjemand hat mal aufgeschrieben, wir haben eine Summe X an Geld und jeder kriegt was? Oder glaubst du, man verändert ständig die Geldmenge, also dass man ständig neues Geld hinzufügt? Ah, das war doch mit Plan, nee. Also der Staat kann doch einen Einfluss auf den Markt nehmen. Also da hätte ich dann gesagt, da kann der Staat durchaus Dinge bestimmen, festlegen. Oder die Zentralbank. Ja, das meine ich, ja. Jetzt hat sich die Geldmenge seit 2008 verachtfacht. Das ist komisch. Also ja, relativ viel. Manche sagen, oder Geld verliert an Wert, andere Dinge werden teurer. Erst Immobilien, dann Rolex, dann Pokémon-Karten. Jetzt haben wir eine hohe Inflation. Hast du schon mal medial wahrgenommen, dass man auch als Grund die Geldmengenausweitung benennt für die Inflation? Oder was kennst du denn für Gründe, was aktuell diskutiert wird bei der Inflation? Ich kenne nur Sachen wie die Kriege. Aber sonst kenne ich mich nicht so aus. Hast du mal was über digitales Geld gehört, sowas zum Beispiel wie Bitcoin? Ja, habe ich schon gehört. Was weißt du denn über Bitcoin? Es ist sehr teuer, ein Bitcoin, aber ich weiß nicht mehr genau den Preis. Und es ist sehr unsicher, ja. Wo hast du das gehört oder gelesen? Ich glaube von meinen Brüdern. Ja. Beschäftigt das sich damit? Das ist so ein bisschen Allgemeinwissen, ja. Okay. Ja. Würdest du sagen, dass wir ganz prinzipiell ein gutes Geldsystem haben? Wir im Sinne Deutschland oder EU? Ich würde sagen, weltweit. Die meisten Länder haben ja Zentralbanken, egal ob totalitäre Staaten oder Demokratie, eigentlich alle. Also alle haben ein ähnliches Geldsystem, Mindestreserve. Würdest du sagen, ist es ein notwendiges Übel oder findest du es eher negativ? Ich würde nicht das Geldsystem bei uns jetzt direkt kritisieren, vielleicht die Geldpolitik. Also die Fiskalpolitik, wie die tatsächlich betrieben wurde. Jetzt hat sich die Geldmenge seit 2008 verachtfacht. Hat es auch Nebenwirkungen in irgendeiner Art? Auf mich oder auf unser System?
Sowohl als auch? Ja gut, klar, also Reallohnverlust, darüber brauchen wir nicht groß sprechen. Der ist tatsächlich da, merken, sagen wir mal, besonders die Menschen, die für 2.500 Euro brutto im Monat arbeiten, den merken die stärker als Menschen, die besseres Einkommen haben. Mhm. Sie einfach die unvermeidbaren Ausgaben, sie im Monat deutlich anders treffen. Weißt du was über Bitcoin? Ich habe mich damit beschäftigt, also auch die anderen Währungen, also es sind ja keine Währungen, sondern die anderen Kryptowährungen, genau. Also die Zentralbanken haben es ja irgendwann jetzt dann auch gesagt, sie kommen irgendwann nicht mehr dran vorbei, sich damit zu beschäftigen. Es ist für mich nicht interessant. Also das ist noch nicht, ich bin nicht bereit, das Risiko einzugehen. Natürlich, ob des Risikos werden höhere Erträge möglich. Ich bin aber nicht bereit, das Risiko einzugehen, einfach aus subjektiven Gründen. Was weißt denn du über Bitcoin? Alles. Was weißt du so? Also es ist eine digitale Währung. Sie ist nicht unterlegt mit den Währungsreserven von irgendeiner Notenbank. Und deswegen ist es sehr volatil. Also mal ist der Bitcoin 1 Euro, mal ist er 50.000 Euro. Aber der Euro ist ja unterlegt mit den Währungsreserven der EZB. Und das ist der Unterschied zum Bitcoin. Der ist nämlich nicht unterlegt. Von nichts gedeckt. Von nichts gedeckt. Von etwas gedeckt zu sein, ist das eine Funktion oder ein Fehler? Es ist ein Vertrauen. Kann man, also würdest du sagen, Bitcoin ist von nichts gedeckt und deswegen wertlos? Nein, ich habe nicht gesagt, dass es wertlos ist. Also Vertrauen ist eine sehr, sehr gute Währung. Das heißt, also Bitcoin braucht man ja kein Vertrauen, Bitcoin geht ohne Vertrauen. Nein, Bitcoin geht nur mit Vertrauen. Und Vertrauen sind die Währungsreserven von Bitcoin. Mhm. Weil wir alle dran glauben, dass es was wert ist. Genau. So, liebe Plebs, da sind wir auch schon am Ende angelangt. Wir standen heute den ganzen Tag für euch in der brühenden Hitze. Frankie hat auch noch so ein Gestell an. Wir hoffen, dass ein paar interessante Gespräche dabei waren. Wenn ihr findet, dass wir das nochmal machen sollen, sendet uns gern Feedback, Kritik zu. Vielleicht spendet ihr ein paar Sets, Value for Value. So oder so, vielen Dank nochmal auch an alle, die wir interviewen durften. Und dann bis zum nächsten Mal. Without my sets and my